meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen First Impression aus dem 1-Euro-Shop-Laden. Ich habe mir eine Mascara zugelegt, die möchte ich heute gerne mit euch austesten. Wir haben ein bisschen einen anderen Hintergrund, vielleicht aus der Ton auch ein bisschen anders, weil ich hier in meinem Flur stehe, in meinem Drehzimmer. Es ist so hell, da kann ich nicht drehen. Das wäre dann voll überbelichtet und das kriege ich auch in der Bearbeitung nicht weg. Das habe ich schon versucht. Deswegen machen wir jetzt das First Impression aus dem 1-Euro-Shop von der Mascara und dem Eyeliner, das im Set für 1 Euro, wie gesagt, aus dem 1-Euro-Laden zu haben ist. Ich habe das Set euch auch in meinem Haul diesbezüglich schon vorgestellt. Den möchte ich jetzt mit euch austesten, ein First Impression. Und wir starten mal. Ich werde das gute Stück mal aufmachen. Das ist hier mit so einem Klebeding zu. Aber ich hatte das eigentlich auch extra schon für euch eben aufgemacht. Da wusste ich es doch, habe ich doch schon aufgedödelt, das Ding, damit das hier nicht so lange dauert. Und ich bin echt gespannt, weil ich das schon ganz schick fand, auch vom Design her. Und da bin ich wirklich positiv überrascht, dass der 1-Euro-Laden auch solche schicken Sachen hier herausbringt. Seht euch mal die Mascara an. Wie gesagt, ich habe das noch nicht aufgemacht. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich das mit euch mache. Und ich möchte gerne erstmal den Eyeliner hier betrachten. Ja, der ist jetzt nicht auch noch zugeklebt, krieg schon einen Schreck. Ja, das ist so einer, der so eine Spitze hat und wo man dann versuchen kann, ganz präzise zu malen. Ich werde das mal hier versuchen, auf meinem Handrücken euch so ein bisschen zu swatchen. Mal gucken, ob ich das auch feiner hinbekomme. Also ich male mir nie Eyeliner, weil das sieht nicht gut aus bei mir aus, finde ich. Meidi, die spielt hier im Hintergrund, die findet das auch recht eigenartig, was die Mama jetzt hier macht. Also ich finde, das ist ein schönes, tiefes Schwarz, es trocknet matt und ich denke, da kann man richtig toll einen Eyeliner-Strich mitziehen. Das mache ich heute aber nicht, mir geht es um die Mascara. Ich fand das nur so ein Goodie, so ein nettes mit dabei. Ihr wisst, ich trage niemals Eyeliner, niemals. Das sieht einfach bei mir nicht gut aus. Finde ich jedenfalls, das ist wieder so ein Spleen, den ich habe. Da ist jeder ja auch anderer Ansicht. So, das Bürstchen hat wieder so einen Schwubbel da vorne gebildet. Ist wohl ein Naturhaarbürstchen. Ja, ist so ein, ja, Naturhaare sind das ja nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Also keine Gummibürstchen, keine Gumminuppen. Und bildet jedes Mal, wenn ich da reingehe, so einen Schwups da vorne. Den streichen wir ab. Das machen ja ganz viele. Ist relativ dick. Nicht ganz so meine Form, die ich so gerne habe, weil ich da immer mit patze, weil ich habe es gerne kegelförmig nach vorne zulaufend. Riecht nach gar nichts, Leute. Ist ja auch eigenartig. Na gut. Also, wir tragen das jetzt mal auf. Ich nehme mal meinen Spiegel hier zur Hand. Dann kann ich euch das auch immer, dann kann ich mich sehen und ihr könnt auch sehen, hoffe ich jedenfalls. So, machen wir starten. Da da nichts von wasserfest drauf stand, gehe ich mal davon aus, dass sie das auch nicht ist. Ja, Abgang ist, der Farbe ist zart, umhüllt die Wimpern, hat aber kein tiefes Schwarz, so wie ich das gerne habe. Es ist ein sehr neutrales, eher helleres Schwarz, eher so gräulich, dunkelgrau, schwarz. Also es ist nicht so ein sattes, helles oder dunkleres Schwarz. Ich würde das als sehr zart bezeichnen, macht ein zartes Augen-Make-up, wenn ich eine Schicht auftrage, stempelt mir nicht ab. Das ist schon mal gut, das machen ja die meisten. Und ja, das wäre die erste Schicht. Wir machen die zweite Schicht. Nehmen wir meine Mascara wieder zur Hand, gehe noch einmal rein in das gute Stück hier und mache das problematische Auge. Das ist immer das, was bei mir immer ein bisschen hoch. Ich muss das jetzt so machen, dass ihr mich auch seht. Ich werde das mal in der Kamera versuchen. Ich sehe mich eigentlich ganz gut hier gerade. Und ich nehme doch meinen größeren Spiegel hier zur Hilfe. Ja, auch hier. Ganz zart, ganz weich, trägt die Farbe nur sehr zögerlich auf meine Wimpern auf. Das ist nicht das, was ich gerne habe. Also ich möchte gern, dass die Farbe richtig doll auch schon beim ersten Auftrag auf meine Wimpern kommt, weil ich sie immer sehr, sehr stark geschminkt habe. Aber für ein leichtes Make-up oder für jemanden, der noch nicht so geübt mit der ganzen Sache ist, kann ich mir das richtig schön vorstellen. Also ihr seht, es ist ein natürliches Finish. Viel zu natürlich für mich so. Aber wir gucken gleich mal, ob sich das aufbauen lässt. Ich werde die zweite Schicht jetzt auf dem einen Auge machen. Aber ich habe überhaupt nicht kein
auf dem Lied oder so hat sich nichts abgetragen. Es ist wirklich sehr, sehr sauber drauf auf meinen Wimpern. Es verklebt auch überhaupt nicht. Und das finde ich schon mal immer richtig gut. Wenn es nicht verklebt. Ja, ich konnte gut aufbauen. Ihr seht, schön habe ich aufbauen können. Kein Volumen, aber Länge konnte ich damit richtig gut zaubern. Ja. Ja, ich bin fast an meinen Knochen dran. Schön. Und das richtig, richtig getrennt. Jede einzelne Wimper mit Farbe umhüllt. Gut aufgebaut, wie ihr seht. Schön. Gefällt mir gut. Versuche das hier ein bisschen auseinander zu kriegen. Und je mehr ich hier drauf gehe, seht ihr, verklumpt es sich, ne? Hier hat es sich jetzt verklumpt. Aber egal, das ist nichts, was mich stört. Ich gehe mal auf die andere Seite wieder. Ich muss mal gucken, ich bin noch nicht ganz so geübt hier mit den Positionen, dass ihr mich auch seht. Jetzt habe ich hier ein Haar. Meine Güte. So. Auch hier gelingt es mir aufzubauen, Länge. Ja, auch hier habe ich es gut geschafft, eine Länge hinzubekommen. Kein Volumen, auch hier nicht. Und sie stempelt nicht ab, auch wenn ich vorne an den Wimpernkranz komme. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Bin oben am Lid dran gekommen. Am Knochen meine ich, das ist nicht schlimm. Ja, sehr schön. Das wäre die zweite Schicht, Leute. Jetzt machen wir mal unten den unteren Wimpernkranz. Hier habe ich gepatzt. Das war bestimmt meine Schuld. Das lässt sich richtig gut machen. Also die unteren Wimpern bekomme ich hier richtig gut hin. Das gelingt mir mit der teuren Mascara oft nicht so gut. Die verkleben meistens bei mir, wenn ich das mache. Nee, das ist richtig schön. Die haben die unteren Wimpern schön verlängert, finde ich. Das habe ich auch nicht ganz so oft. Ja, sehr schön. Richtig gut. Ich nehme euch mal ein bisschen zurück. Vielleicht könnt ihr dann noch ein bisschen eine andere Perspektive haben, als sie, wenn das so nah ist, kann man es vielleicht auch nicht immer ganz so gut erkennen. Ich habe gepatzt oben, das müsst ihr mir jetzt einmal verzeihen. Ich habe jetzt leider auch keinen Q-Tip mitgenommen. Hier habe ich ein bisschen geschmiert, das war meine Schuld, hat keine die Mascara jetzt, glaube ich, nicht unbedingt so viel zu verantworten. Ja, schön. Ich bin an meinem Knochen dran, ihr seht es, es stempelt oben ab. Richtig schön. Also, ich mag es immer gerne, wenn eine Mascara in der Lage ist, ein leichtes Make-up zu schminken. Und ein voluminöses, ein verlängerndes und auch ein dichtes Augen-Make-up hinzubekommen. Dass ich dann hier mal wechseln muss zwischen den verschiedenen Mascaren. Die eine macht Länge, die eine macht Volumen, die eine macht ein leichtes Make-up, nur die andere macht ein starkes. Dann kriegt man kein leichtes hin, weil es viel zu viel Farbe abgibt. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Es hat richtig schön... Hat richtig schön Farbe abgegeben. Ich habe gepatzt. Ich zeige euch gleich nochmal, wenn ich das gesäubert habe, wie es dann im Endeffekt aussieht. Meine Hände sind auch in letzter Zeit wieder richtig, richtig schlimm. Ich zitter sehr viel. Ich habe Gelenksprobleme. So. Genau. Jetzt versäubere ich das Ganze nochmal. In der Zwischenzeit würde das auch antrocknen. Und dann zeige ich euch nochmal, ob wir mit einer vierten Schicht, wenn das angetrocknet ist, mache ich nämlich sehr oft, noch ein bisschen mehr Länge rausbekommen. Ich mache meinen ganzen Mist, den ich hier fabriziert habe, erstmal sauber und dann zeige ich mich nochmal. So, hier bin ich wieder. So einigermaßen versäubert das Ganze. Hole ich nochmal nah ran. Jetzt habe ich mich hier auch voll geschmiert. Ja, so würde das aussehen. Also mir gefällt das richtig gut. Wir versuchen jetzt nochmal ein ganz klein bisschen an Länge zu gewinnen mit einer vierten Schicht im angetrockneten Zustand. Und schauen mal, ob wir da noch ein bisschen was machen können. Nee, mehr kriege ich nicht raus. Das schaffe ich jetzt nicht mehr. Ein ganz klein bisschen vielleicht noch. Ganz klein wenig schaffe ich noch, aber minimal. So ein bisschen die Spitzen, vielleicht seht ihr es, so ein bisschen die Spitzen kann ich noch betonen.
Aber je mehr ich rübergehe, umso mehr verklebt das auch, ne? Aber die Spitzen kann man noch so ein bisschen verlängern, so ein bisschen. Ja, alles sehr schön, ist verlängert, gibt so ein bisschen Schwung, nicht allzu viel. Aber ich denke, ihr könnt erkennen, dass das eine gute Mascara ist, die man empfehlen kann. Es ist übrigens nicht wasserfest, ich habe gerade noch mal alles durchgelesen. Ein Liquid Eyeliner und eine Mascara, die man beide mit Sicherheit gut auftragen kann. Also wie gesagt, ihr Eyeliner, Leute, liegt mir nicht. Da würde ich jetzt auch wirklich rumschmieren, weil meine Hand auch viel zu zittrig ist gerade. Aber ihr seht ja, lässt es sich... Nee, ihr könnt sehen, dass sich das nur ganz schwer wieder abmachen lässt vom Handrücken. Also es verschmiert nicht mal. Der scheint also tatsächlich dann auch wasserfest zu sein. Richtig gut. Also ich, von mir ist das eine glatte Kaufempfehlung, kann ich nicht anders sagen. Ich finde es gut. Sie hat sauber gearbeitet, sie hat Farbe abgegeben, damit kann man ein leichtes Augen-Make-up schminken. Man kann auch ein sehr gutes, volles, voluminöses Wimpernbild mit hinbekommen, das viel Länge macht, weniger Volumen, mehr Länge. Das muss ich aber dazu sagen, trotzdem wirklich sehr, sehr schön. Ja, meine Lieben, ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Abo da. Dann verpasst ihr meine Videos nicht mehr. Ich lade jeden Tag 2 Videos hoch und das Abonnement ist völlig kostenlos und unabhängig. Vielen Dank fürs Zuschauen, habt noch einen schönen Tag und macht's gut. Tschüss!